So, nun gehen wir mal rein in die gute Stube. Mega Caravan. Hier soll das Ganze mal entstehen. Ein Wohnmobilverkauf und Vermietungsladen mit einem riesengroßen Shop, Zubehörshop mit Campingzubehör und allem drum und dran. Hier wird mal ein Wohnmobil stehen, nagelneu, der Marke Foster. Genauso in dieser Ecke da hinten. Wir haben die Halle gemietet und renoviert, haben uns ein paar Wände eingezogen. Hier haben wir uns einen kleinen Tresen gemacht, wo die Kasse hinkommt. Treppe geht hoch ins Lager. Gestaltungswände, wo noch Regale hinkommen. Boden reingelegt und natürlich bieten wir auch Umbauten an entsprechend. Das wird dann hier hinten in unserer Wohnmobilwerkstatt gemacht, wo es momentan noch nicht ganz so toll ausschaut, weil wir hier noch am Arbeiten sind. Hier werden dann irgendwann mal die Wohnmobile stehen, die Solaranlagen oder Lithium-Akkus oder was auch weiter alles bekommen können, Verbrennungstoilette und so weiter. Und hier hinten haben wir dann unsere kleine Werkstatt, wo wir Maßanfertigungen machen, beziehungsweise Abänderungen und alles, was das Herz begehrt. Wir bieten auch an Umbauten speziell für Hunde, sodass auch ein Hund, der mitreisen möchte, einen wunderbaren Platz hat, gesichert nach StVO, Verkehrsordnung, und nicht durchs halbe Wohnmobil fliegen muss, wenn mal was passiert. Somit bieten wir auch hier dementsprechende Umbauten an, mit Lüftung, mit Cam, damit man beobachten kann, mit Fenster, mit Außenzugang und so weiter und so fort. Ja, hier haben wir noch einen kleinen Notausgang an unsere ganzen Sicherungskästen. Hier geht es dann ins Büro, wo wir hier alles weitere besprechen können. Dementsprechend haben wir einen wunderschönen Tisch. Und hier hinten haben wir unsere Schreibtische. Alles noch nicht hundertprozentig eingerichtet, aber was ja noch kommen wird. Ja, dann geht es hier hinter in unsere kleine Damentoilette und Herrentoilette. Auch hier haben wir etwas designt, beziehungsweise etwas schick gemacht. Ja, und hier kommt noch unsere kleine Küche hin, weil wir möchten natürlich auch unseren Gästen eine kleine Verpflegung anbieten, wie Kaffee, Kaltgetränke und eventuell, wenn wir mal ein Event machen, auch Kuchen und so weiter. Bald haben wir es geschafft, bald ist Eröffnung. Wir haben geplant, am 1.3. diesen Jahres die Türen zu eröffnen. Wir liegen noch im Zeitplan. Mal gucken, wie es so weitergeht, ob alles so weiter funktioniert. Die ersten Wohnmobile werden auch bald eintrudeln. Vor allen Dingen die Mietwohnmobile, wo zur Vermietung stehen. In unserer Homepage kann man da weitere Infos erhalten. www.mika-caravan.de. Und ich freue mich auf fleißige Abonnenten und Likes. Wir sind ganz neu auf dem YouTube-Kanal. Wir versuchen, das Ganze jetzt ein bisschen öfter zu gestalten und auch dementsprechend Umbauten zu zeigen und wie es auch hier in unserem Laden weitergeht. Verzeiht uns, wenn das Video noch nicht ganz so perfekt ist. Das ist mein erstes. Ist alles noch ein wenig neu für mich, so vor der Kamera, hinter der Kamera. Aber ich habe mir gedacht, ich traue mich das jetzt einmal. Mehr wie böse Kritik kann es nicht geben. Ja, in diesem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend und alles Gute. Bis bald. Danke. Bis bald.